Moin Leute, und heute zeige ich euch einen richtig heftigen und richtig nicen Giftcast zu Friends Glitch und mit der Besonderheit, Leute, dass ihr sogar Spezialfahrzeuge bekommen könnt. Und das einmal in der Variante, wenn ihr noch gar keine Spezialfahrzeuge besitzt oder schon welche habt, denn es gibt zwar verschiedene Varianten, die ihr anwenden müsst für den Fall, wenn wie auch immer. Deswegen Leute, im ersten Teil des Videos zeige ich euch, wie ihr einfach generell Spezialfahrzeuge bekommen könnt, wenn ihr selbst auch keine besitzt. Und in einem anderen Teil des Videos zeige ich euch, wie ihr Spezialfahrzeuge bekommen könnt, wenn ihr die schon längst im Schwarzeck-Lagerhaus schon besitzt eigentlich. Aber Leute, bevor wir mit dem Video generell anfangen, würde ich euch hier nochmal meinen Partner vorstellen. Mein Partner ist AFYX Gaming. Denn wenn ihr irgendwelchen Ingame-Loot braucht in GTA, FIFA, COD oder sonst irgendwas und keinen Bock habt, den Loot zu ergrinden, Leute, könnt ihr hier gerne vorbeischauen bei meinem Partner. Und Leute, kleiner Tipp von mir, wenn ihr den Code NHW eingibt, kriegt ihr 10% auf euren Einkauf. Deswegen, solange wie der Vorrat reicht, greift zu. Also Leute, im ersten Teil habe ich ja gesagt, dass ich euch zeige, wie ihr generell Spezialfahrzeuge bekommt, wenn ihr selbst noch keine besitzt. Sprich, wenn euer Freund den Ruiner hat, dürft ihr selbst den Ruiner natürlich nicht besitzen. Aber was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht eine Bunker inklusive MOC. Im MOC, im dritten Teil, braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge und im Lager für persönliche Fahrzeuge braucht ihr einen kostenlosen LG. Außerdem braucht ihr auch noch in irgendeiner anderen Garage einen kostenlosen LG, egal in welcher Garage in diesem Fall. Und natürlich ein Fahrzeuglagerhaus, wo ihr das Spezialfahrzeug noch nicht besitzt, Leute. Wirklich ganz wichtig in diesem Teil. Außerdem braucht ihr auch noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Und euer Freund sollte optimalerweise auch das Spezialfahrzeug haben, was ihr gerne haben möchtet. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen anderen Zielmodus. Mein Tipp, nimmt freies Zielen. Den Zielmodus könnt ihr im Story-Modus oder im Editor ändern. Und Leute, ich werde euch natürlich jetzt auch zeigen, wie ihr euch verglitchen könnt. Ich mache die Methode mit dem Nachtclub und der Oppressor MK2. Ihr könnt natürlich auch mit irgendwelchen anderen Methoden verglitchen, kommt aus selbe hinaus. Aber ich werde euch jetzt zeigen, wie ihr jetzt hier ganz einfach verglitchen könnt. Und für das Verglitchen, was ich euch jetzt hier zeige, braucht ihr natürlich den Nachtclub inklusive Terabyte inklusive Oppressor MK2. So, gut, das war's auch schon, Leute. Wenn ihr das Ganze habt, können wir auch schon loslegen. Als erstes, Leute, seid in irgendeiner GTA-Online-Sitzung. Ganz wichtig, euer Freund chillt in einer anderen Freundessitzung. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, Leute. Denn, Leute, ihr geht jetzt zu eurem Nachtclub. Seid ihr bei eurem Nachtclub, dann bestellt ihr euch euer Oppressor MK2 über Mechaniker oder übers MC-Menü. Und Leute, während ihr das bestellt habt, kontrolliert auch nochmal, ob euer Spawnpunkt auf letzter Ort ist, denn das ist wirklich ganz wichtig, Leute. Ist euer Oppressor MK2 geliefert worden, steigt ihr an und fahrt jetzt zur Garage. Steht jetzt vor der Garage, müsst jetzt eurem Freund beitreten, beziehungsweise eher gesagt die Meldung vorladen lassen. Das bedeutet, wir gehen jetzt auf das Profil von unserem Freund und treten dem bei. In GTA wird sich jetzt eine Meldung laden, ob ihr sicher seid, dass ihr denjenigen beitreten möchtet. Diese Meldung müsst ihr jetzt mit Kreis abbrechen. Jetzt ist die Meldung vorgeladen, denn jetzt können wir reinfahren, wählt die Terabyte-Garage aus und sobald, Leute, ihr die Terabyte-Garage ausgewählt habt, drückt ihr die doppelte Playstation-Taste und tritt eurem Freund nochmal bei. Und diesmal bestätigt ihr auch sofort mit X die Meldung. Ihr seht aus kurz, dass euer Screen kurz verbuggt ist und das ist schon mal ein gutes Zeichen, Leute, dass ihr es geschafft habt, euch zu verglitschen. Seid ihr in der Sitzung von eurem Freund angekommen, seid ihr schon verglitcht. Optimal und seid ready für den Giftcast to Friends Glitch. Das bedeutet auch, Leute, dass ich ab diesem Zeitpunkt immer wieder von neuem starten werde. Ich werde auch nicht immer wieder neu zeigen, wie ich mich verglitsche, denn das habe ich euch schon gezeigt, damit ihr Bescheid wisst. Gut, ihr müsst jetzt zu dieser Location hin und euer Freund natürlich auch. Seid ihr bei dieser Location angekommen, stellt jetzt über das Interaktionsmenü euren MOC zu euch. Habt ihr euer MOC bestellt, bestellt jetzt aus euren MOC euren kostenlosen LG. Das macht ihr auch über das Interaktionsmenü unter Sonderfahrzeuge und nicht über Mechaniker. Ganz wichtig, Leute. Habt ihr jetzt beides angefordert und beides auch geliefert worden, steigt jetzt in euren kostenlosen LG ein und euer Freund auch. Euer Freund hat in der Zwischenzeit natürlich schon das Spezialfahrzeug geholt, was ihr gerne haben möchtet. Als nächstes fahrt ihr jetzt zu eurem MOC. Während ihr zum euren MOC hinfahrt, muss euer Freund jetzt das Handy öffnen, geht auf Kontakt, geht zum Beispiel auf euren Kontakt und geht auf Nachricht schreiben. Dadurch öffnet sich jetzt das Textfeld und in diesem Menü muss euer Freund bleiben. Wenn euer Freund das gemacht hat, kann euer Freund Bescheid sagen, jo, ich hab's gemacht. Denn jetzt, sind wir jetzt wieder in der normalen Ansicht, können wir jetzt einfach in unser MOC hinten reinfahren. Und wir drücken jetzt die rechte Pfeiltaste. Ihr werdet merken, Leute, dass ihr kurz gefreezed seid. Ihr seid so lange gefreezed, bis euer Freund automatisch aus dem Auto gekickt wird. Wird euer Freund aus dem Auto gekickt, fahrt jetzt ein paar Meter nach hinten, denn der blaue Kreis muss später zu Fuß sichtbar sein. Seid jetzt mit eurem LG ein paar Meter nach hinten gefahren, steigt ihr aus.
Seid ihr ausgestiegen, Leute, lauft jetzt zu eurem MOC bzw. zum blauen Punkt. Und ganz wichtig, Leute, ihr geht jetzt auf alleine beitreten. Seid ihr jetzt auf alleine beitreten gegangen, werdet ihr jetzt einen unendlichen Ladescreen bekommen. Und aus diesem unendlichen Ladescreen wieder rauszukommen, müssen jetzt jemanden suchen, der einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, auf irgendeine Community- oder Freundesliste und suchen jemanden raus, der auch GTA spielt. Inigen treten wir jetzt bei. Die erste Meldung, die sich jetzt laden wird, ist die Meldung, ob ihr euch sicher seid, dass ihr denjenigen beitreten möchtet. Hier drückt ihr gar nichts, Leute, denn wir drücken jetzt nochmal die doppelte PlayStation-Taste und treten den nochmal bei. Wenn ihr jetzt einen anderen Zielmodus habt, dann müsste sich jetzt die Meldung in GTA geändert haben. Hat sich diese Meldung nicht bei euch geändert, müsst ihr leider jemanden anderen suchen. Gut, in meinem Fall hat sich jetzt hier die Meldung geändert, denn jetzt steht hier, seid ihr euch sicher, dass ihr den Zielmodus ändern möchtet. Hier drückt ihr Kreis, Leute. Und ihr seid jetzt auf einmal unsichtbar auf der Straße. Jetzt, Leute, müsst ihr euch beeilen, denn ihr lauft jetzt zum Spezialfahrzeug von eurem Freund und steigt ein. Und sobald ihr eingestiegen seid, Leute, boom, das Fahrzeug gehört euch. Ihr werdet jetzt in eure MOC reingezogen. Aber Leute, nicht wundern. Das Fahrzeug wird sofort unsichtbar. Es ist nicht weg, es ist einfach nur unsichtbar bzw. ja, nicht zu gebrauchen im MOC. In meinem Fall war das Fahrzeug aber so groß, dass ich aus dem MOC rausgekickt wurde. Ich habe jetzt die Ansicht von außen auf das MOC. Falls das bei euch passiert, muss euer Freund sich kurz als CEO registrieren und euch einladen, damit ihr wieder herauskommt. Andernfalls könnt ihr euch auch mit einem Jobteleport rausholen. In meinem Fall hat sich jetzt mein Freund als CEO registriert, hat mich eingeladen und ich bin jetzt auch rausgekommen. Müsst ihr jetzt natürlich für den nächsten Schritt wieder euer MOC anfordern. Sprich, wir fordern wieder unser MOC an. Und Leute, wenn wir unser MOC angefordert haben, müssen wir jetzt den LG aus irgendeiner anderen Garage anfordern. Das ist auch wirklich ganz, ganz wichtig, Leute. Aus irgendeiner anderen Garage. Ist der LG, der zweite LG jetzt in diesem Fall, geliefert worden, dann steigt ihr wieder ein und euer Freund auch. Denn jetzt, Leute, müssen wir genau das gleiche machen wie eben. Sprich, euer Freund öffnet jetzt wieder das Handy, geht auf Kontakte, geht auf Nachricht schreiben und das Textfeld öffnet sich und ihr fahrt jetzt zum euren MOC. So, ihr fahrt jetzt wieder gegen euer MOC, drückt die rechte Pfeiltaste, ihr seid jetzt wieder gefreezed, euer Freund wird wieder rausgeschmissen. Sobald er rausgeschmissen wurde, seid ihr entfreezed, könnt wieder ein paar Meter zurückfahren, steigt aus. Ihr lauft jetzt wieder zu eurem MOC in den blauen Punkt rein und drückt jetzt auf alleine beitreten. Jetzt werdet ihr wieder einen endlichen Ladescreen bekommen. Und jetzt, Leute, müsst ihr jemanden wieder raussuchen, der einen anderen Zielmodus hat. In meinem Fall habe ich den von eben noch. Sprich, das ging jetzt bei mir ganz schnell. Und Leute, ich laufe jetzt wieder zu meinem LG und steige wieder in meinen LG ein. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich so, hä, was macht denn der? Das ist total unlogisch. Aber Leute, glaubt mir einfach, dadurch, dass wir jetzt in unseren LG einsteigen, wird sich jetzt unser LG natürlich jetzt in unsere MOC parken. Und so unser Spezialfahrzeug, glaubt mir oder glaubt es nicht, ist jetzt in unserem Fahrzeuglagerhaus. Wie lustig ist das denn? Dachte ich mir auch, aber Leute, das ist einfach so. Ich kann es auch nicht genau erklären, warum, wieso, weshalb. Aber wenn ihr genau das jetzt gemacht habt, was ich jetzt in dem Video gezeigt habe, wird jetzt euer Spezialfahrzeug auch in euer Spezialfahrzeug-Lagerhaus stehen. Sprich, ihr könnt jetzt GTA neu starten und das Ganze natürlich auch mal nachgucken, ob das wirklich da drinnen steht. Und Leute, ihr werdet sehen, euer Spezialfahrzeug steht jetzt im Lagerhaus. Wie geil ist das denn? Und so, Leute, bekommt ihr relativ leicht ein Spezialfahrzeug von eurem Freund geschenkt, was auch in euer Fahrzeug-Lagerhaus steht. Wie geil ist das denn? Und Leute, vergesst natürlich nicht, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Aber was ist denn jetzt, Leute, wenn ihr gerne ein Fahrzeug, ein Spezialfahrzeug von eurem Freund hättet, aber nicht Spezialfahrzeug schon besitzt? Ja, das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter, aber Leute, kein Problem. Denn was braucht ihr denn für diesen Glitch? Klar, ihr müsst euch natürlich wieder verglitchen, sprich, ihr braucht natürlich wieder einen Nachtclub mit Terabyte und Oppressor AMK 2, um euch zu verglitchen. Wenn ihr diese Methode machen wollt, könnt ihr natürlich auch andere Methoden machen. Aber was braucht ihr dann sonst noch? Natürlich braucht ihr hier wieder einen Bunker inklusive MOC. Im MOC, im dritten Teil, braucht ihr natürlich wieder ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und im Lager für persönliche Fahrzeuge, Leute, ganz wichtig, braucht ihr ein einzigartiges Motorrad. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Dieses Motorrad dürft ihr nur einmal besitzen. Wirklich sehr wichtig. Außerdem braucht ihr natürlich wieder das Fahrzeuglagerhaus. Und ihr braucht euren Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt, der optimalerweise auch natürlich das Fahrzeug besitzt, was ihr gerne haben möchtet. Und ihr braucht natürlich auch hier wieder einen anderen Zielmodus. Mein Tipp, ein freies Zielen, den Zielmodus könnt ihr im Story-Modus oder im Editor ändern. Und Leute, das Coole an dieser Version des Glitches ist jetzt, ihr müsst hier nichts verkaufen.
Viele Leute haben das ja hochgeladen oder gezeigt, dass ihr euer Motorrad verkaufen müsst und das dann so irgendwie switchen könnt. Das ist hier nicht der Fall, Leute. Ich zeige euch hier eine Methode, wo ihr ohne Verkaufen das machen könnt. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Eigentlich richtig einfach. So, im ersten Schritt müssen wir natürlich wieder unser Spezialfahrzeug glitschen. Wir haben es jetzt hier wieder verglitscht, wie ich am Anfang des Videos gezeigt habe. Wir bestellen jetzt wieder unseren MOC. Haben wir unser MOC bestellt, bestellen wir unser Motorrad aus unserem MOC. Auch hier wieder über das Interaktionsmenü vom MOC. Sind beide Sachen geliefert, muss euer Freund jetzt mit auf euer Motorrad einsteigen. Euer Freund hat das natürlich auch schon das Spezialfahrzeug geholt, was ihr gerne haben möchtet. Einfach ist es jetzt hier ein Technical. Euer Freund geht jetzt wieder aufs Handy, geht auf Kontakte und geht auf Nachricht schreiben, so dass sich das Hexfeld wieder öffnet. Denn ihr fahrt jetzt in euren MOC. Seid ihr auch bei eurem MOC angekommen, drückt jetzt die rechte Pfeiltaste. Ihr seid jetzt wieder gefreezed, wie ihr jetzt gedacht. Und sobald euer Freund vom Motorrad gekickt wurde, seid ihr wieder entfreezed und könnt jetzt absteigen und das Motorrad einlagern lassen. Ihr hört richtig, Leute, ihr müsst das Motorrad jetzt einlagern lassen. Denn jetzt müsst ihr das Spezialfahrzeug bestellen, was euch euer Freund geben möchte. Sprich, ich bestelle jetzt meinen ungetunten Technical. Er kann natürlich auch getunt sein, ist generell egal, Leute. Sobald der Technical gespawnt ist, ihr seht das auch auf der Minimap, könnt ihr jetzt zu euren MOC reingehen und geht auf alleine beitreten. Werdet natürlich jetzt wieder einen unendlichen Ladescreen bekommen. Habt ihr diesen unendlichen Ladescreen, sucht euch jemanden raus, der in einem Zielmodus habt. Sprich in irgendeiner Freundes- oder Community-Liste und prüft, ob ihr anderen Zielmodus habt. Sprich, wir treten den jetzt bei. Wenn sich die erste Meldung geladen hat, ist ja die Meldung in GTA, ob ihr sicher seid, dass ihr hier beitreten möchtet. Hier drückt ihr gar nichts, Leute. Jetzt tretet den nochmal bei. Und wenn sich jetzt hier in der Meldung nicht ändert, Leute, hat er den gleichen Zielmodus wie ihr und ist unbrauchbar für diesen Glitch. Dann müsst ihr euch jemanden anderen suchen. Aber in meinem Fall, Leute, hat sich die Meldung geändert. Und jetzt steht bei mir in GTA, ob ihr sicher seid, dass ihr den Zielmodus ändern möchtet. Und jetzt drückt der Kreis. Ihr seid jetzt wieder unsichtbar auf der Straße gespawnt und rennt zum Fahrzeug von eurem Freund und steigt ein. Sobald ihr eingestiegen seid, Leute, werdet ihr in euren MOC gezogen und das Fahrzeug wird unsichtbar. So, falls ihr jetzt hier wieder in euren MOC gefroren seid, beziehungsweise gefangen seid, kann euch natürlich euer Freund wieder mit CEO rausholen oder ihr macht den Job-Teleport. In meinem Fall mache ich jetzt einfach mal den Job-Teleport, um euch die andere Variante mal zu zeigen. Sprich, ihr geht auf die Karte, geht die normale Kartenansicht, sucht euch einen Jobkreis in der Nähe von eurer Stelle raus, also bei mir ist es jetzt hier irgendwie so eine Sternmission. Geht jetzt auf Viereck mit Mission starten. In manchen Fällen werde ich auch noch gefragt, ob ihr Hoster sein möchtet, weil keine Sitzung gefunden wurde. Generell egal, also ich drücke jetzt die Kreis für Hoster werden. Und jetzt, Leute, sucht euch jemanden raus, der einen Zielmodus hat, so wie eben. Und drückt jetzt hier auch Kreis. Sobald ihr hier Kreis gedrückt habt bei der zweiten Meldung, werdet ihr aus dem Job rausgeschmissen wegen Netzwerkfehler. Und dann seid ihr wieder auf der Straße und können direkt weitermachen. Denn als nächstes, Leute, stellen wir es wieder hier hin und bestellen unser MOC wieder zurück. Denn es wurde jetzt hier zwischendurch eingelagert. Ist euer MOC gespawnt, müsst ihr jetzt euer Motorrad übers MC-Menü bestellen. Aber wie gesagt, Leute, deswegen muss das Motorrad auch einzigartig sein. Es muss genau das Motorrad sein, was ihr eben für diesen Glitch verwendet habt. Deswegen habe ich gesagt, das Motorrad solltet ihr nur einmal besitzen, damit es auch wiederfindet in der Liste. In meinem Fall war es jetzt PJ600 oder sowas, ist auch egal. Jedenfalls konntet ihr es direkt wiederfinden. Denn das Besondere an diesem Motorrad jetzt, Leute, das Motorrad steckt aktuell im Fahrzeug Lagerhaus. War natürlich unsichtbar, aber es steht da drin. Wo erstmal da hier hingegangen hat gesagt, okay, ihr müsst das Motorrad jetzt verkaufen und dann noch ein paar andere Schritte machen und sonst irgendwas. Nein, Leute, ich zeige euch jetzt wieder eine ganz einfache Methode. Denn ihr sitzt jetzt auf eurem Motorrad, euer Freund auch. Euer Freund öffnet jetzt wieder das Handy, geht auf Kontakte, Nachricht, Nachricht schreiben, sodass das Textfeld wieder öffnet. Und fahrt jetzt wieder zurück zu eurem MOC und drückt die rechte Pfeiltaste. Ihr werdet jetzt hier gefragt, ob ihr das umparken möchtet. Ist zwar ungewohnt, aber ihr drückt hier einfach mal Ja. Also sprich, ihr bestätigt die Meldung mit X. So, ihr werdet jetzt wieder gefroren sein. Sobald euer Freund vom Motorrad gekickt wurde, seid ihr entfreezed und könnt wieder zur Seite fahren, sodass der blaue Kreis sichtbar ist. So, ihr steigt jetzt mal euer Motorrad ab und rennt jetzt in euren MOC und drückt jetzt auf Alleine beitreten. Ihr habt jetzt wieder einen unendlichen Blackscreen. Aus diesem unendlichen Blackscreen wieder rauszukommen, sucht euch jetzt jemanden raus, der einen anderen Zielmodus hat, sprich eine Freundes- oder Community-Liste. Also, ihr sucht jetzt jemanden, der GTA spielt und treten dem bei. Die erste Meldung, die in GTA erscheinen wird, ist die Meldung, ob ihr sicher seid, dass ihr ihm beitreten möchtet. Hier drückt ihr gar nichts, Leute. Es ist wirklich wichtig, dass ihr gar nichts drückt, denn wir gehen jetzt nochmal ins PlayStation-Menü und treten den nochmal bei.
Wenn jetzt bei euch in GTA immer noch die gleiche Meldung steht, dann hat der besagte Spieler den gleichen Zielmodus wie ihr und ihr müsst jemanden anderen suchen. Aber in meinem Fall habe ich jetzt jemanden gefunden, der einen anderen Zielmodus hat, denn jetzt steht bei mir in GTA, ob ihr sicher seid, dessen Zielmodus ändern möchtet und hier, Leute, drückt ihr einfach Kreis. Und jetzt seid ihr wieder unsichtbar. Aber jetzt, Leute, lauft jetzt zu eurem Motorrad. Sprich, ihr steigt jetzt wieder auf euer Motorrad ein. Sobald ihr auf euer Motorrad eingestiegen seid, boom, seid ihr in eurem MOC. Und Leute, glaubt es oder glaubt es nicht, euer Spezialfahrzeug steht jetzt auch wieder im Fahrzeuglagerhaus. Wie geil ist das denn? Und das Ganze natürlich wieder zu kontrollieren, müsst ihr einmal GTA neu starten, denn in den Modus kommt ihr nicht in euer Fahrzeuglagerhaus rein. Habt unendlich einen Blackscreen, ihr wisst Bescheid. Aber gut, Leute, das war's jetzt auch schon vom Video. Ist zwar ein bisschen längeres Video geworden, aber so gibt es zwei Wege, wie ihr Spezialfahrzeuge bekommen könnt über den Giftcast zu Friends Glitch. Falls euch dieses Video gefallen hat, möchte ich mich übelst freuen, wenn ihr fetten Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich doch nicht kennen, abonniert mich, damit ihr nicht solche krassen Videos verpasst. Hau ich mal raus, Leute. Euer Bobmatt. Ciao.